Hoher Besuch aus Berlin. Wirtschaftsminister Philipp Rösler gab sich die Ehre in der Paulskirche in Frankfurt. Der Anlass: das Deutsche Wirtschaftsforum. Ein Thema: die Rolle der deutschen Wirtschaft und Politik für ein Europa am Scheideweg. Um wirtschaftlich zu wachsen, müsse vor allem der Mittelstand gestärkt werden. Wir haben eine hervorragende Förderbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die gibt Mittelstandskredite vor allem aus und bekommt das Geld zurück. Und das Geld geht also nicht verloren, die Substanz bleibt erhalten. Und trotzdem können gerade kleine und mittelständische Unternehmen gestützt werden und gefördert werden. Und wir brauchen gerade in den Programmländern, in den Problemländern, die wir auch in Europa haben, eben eine Förderung der realen Wirtschaft, damit die reformierten Strukturen auch mit realem Wirtschaftsleben gefüllt werden können. Und diese reale Wirtschaft sei nicht in allen europäischen Ländern gut genug entwickelt. So sei die deutsche Wirtschaftskraft für Europa entscheidend. Das sehen auch große Teile der hier ansässigen Unternehmen so. Hans-Heinrich Driftmann, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Die Rolle der deutschen Wirtschaft in der Welt. Es wird viel geredet über Krise, über jetzt eine Rezession der Wirtschaft. Wie sehen Sie die Sache? Die Rezession sehe ich in Deutschland definitiv nicht. Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft zur Stabilität in Europa einiges beigetragen hat und weiter beitragen muss. Wir haben Strukturen in Deutschland, die es uns erleichtern, unsere positive Rolle zu spielen. Ich denke daran, dass es uns gelungen ist, industrielle Kerne zu halten, anders als unsere Nachbarn in vielen Fällen. Dass wir einen gesunden Mittelstand haben, der vieles abgefedert hat, was sonst durchgeschlagen hätte. Und wir haben vor allen Dingen, und das spielt etwa im Zusammenhang mit Spanien, mit Bulgarien, mit anderen Ländern eine Rolle, wir haben das duale Ausbildungssystem. Das heißt, wir können Jugendlichen eine wirkliche Perspektive bieten. Können Sie kurz erklären, wenn wir jetzt zum Thema Eurokrise kommen, wie sehr hat die Eurokrise Einfluss gehabt auf die deutsche Wirtschaft und wie sehr wird sich noch haben? Die Eurokrise hat natürlich Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. Wir gehören schlicht und ergreifend zu Europa und deswegen wirkt sich das aus. Es wirkt sich aber vor allem deshalb aus, weil Politik Probleme geschaffen hat, und zwar schon seit den 70er Jahren ist Geld ausgegeben worden, das buchstäblich nicht vorhanden war. Das heißt, wir haben auf Pump gelebt, wir weniger schlimm als andere in Europa, aber immerhin so, dass wir uns den Problemen nicht entziehen können. Weitere Probleme kommen von außen auf uns zu. Wir sind in einer Verantwortungsgemeinschaft in Europa. Das heißt, wir müssen zur Sache stehen und wir müssen helfen, wo immer uns das möglich ist. Sie haben das auf Pump angesprochen. Das heißt, ein Sparkurs ist wichtiger als ein Investitionskurs, weil da sind sich in Europa ja nicht immer alle Länder einig, wenn ich jetzt Frankreich und Deutschland zum Beispiel als Beispiel nehme. Nein, beides ist notwendig. Wir müssen an Stellen sparen, an denen es nicht wirklich wichtig ist. Und wir müssen Geld in die Hand nehmen, um die Konjunktur zu stützen, um dafür Sorge zu tragen, dass wieder Wirtschaftswachstum ansteht. Welche Stellen sind das, die nicht so wichtig sind, Ihrer Meinung nach? Wir haben natürlich viele Subventionen, die in den Bestand übergegangen sind. Wir haben noch immer Subventionen, die aus Zeiten stammen, als es noch die deutsche Teilung gab. Wir haben Subventionen für viele Dinge, die nicht von strategischer Bedeutung sind. Hier können wir ganz sicher sparen. Wir können natürlich auch entbürokratisieren. Was meinen Sie, welch hoher Bürokratieaufwand in Unternehmen übernommen werden muss, wie viel an Personalkosten das bindet. Damit könnten wir kreativ viel anderes tun. Damit könnten wir unsere Marktposition deutlich stärken. Entbürokratisierung, das ist es, was viele auch für Europa und die Institutionen der Europäischen Union fordern. Doch dem schob Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, gleich einen Riegel vor. Denn nur wenn es Europa und dem Euro gut gehe, gehe es auch der Wirtschaft gut und umgekehrt. Ja, zurzeit haben wir ein bisschen die Situation, dass so getan wird, als sei die Addition von 27 nationalen Interessen die notwendige Europapolitik. Das ist aber falsch. Wir müssen begreifen, dass eine starke Union der beste Schutz für jedes einzelne Mitglied in dieser Union ist. Der Gemeinschaftsgeist fehlt und den müssen wir zurückgewinnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir auf Dauer als Demokratien ökonomisch schwächer sind als Diktatoren oder autoritäre Regime, dann gerät bei uns die Demokratie in Gefahr. Deshalb müssen sich die Demokratien zu starken Wirtschaftsblocks zusammenschließen, die dann aber auch einheitlich handeln.
Doch damit es auf internationaler Ebene funktionieren kann, muss auf nationaler und sogar lokaler Ebene die Grundlage gelegt werden. Zwei Beispiele aus der Rhein-Main-Region. Globales Denken und lokales Handeln verbinden. Das ist die Idee der Firma Pixomondo mit Hauptsitz in Frankfurt. Das Unternehmen erstellt unter anderem visuelle Effekte für Kinofilme wie Hugo Cabret. Inzwischen hat es 14 Standorte, unter anderem in London, Los Angeles, Sao Paulo oder Shanghai. Think Global, Create Local. Unter diesem Motto stand der Vortrag von Thilo Kuter. Ein Kunde aus Frankfurt oder ein Kunde aus München möchte gern, dass die Firma vor Ort ist. Und eben, das ist jetzt meine Interpretation, dass es eben nicht das Gleiche ist, ob ein Kunde in Frankfurt mit einem Lieferanten in New York arbeitet. Das mag bei bestimmten Branchen der Fall sein, aber in so einer Kreativ-Service-Branche, glaube ich, spielt das eine große Rolle, dass das, was wir intern überwunden haben, glaube ich, dass der kulturelle und die Mentalität, Mentalitätsbremse, die da drin ist, die muss ein Kunde nicht überwinden. Der hat im täglichen Umgang mit Leuten zu tun, die wirklich für ihn in greifbarer Nähe sind, die im Zweifelsfalle genauso denken, genauso sprechen wie er. Ist das auch ein Vorteil für die Mitarbeiter, die dann quasi dort bleiben können, wo sie auch herkommen? Genau, also für uns auch das Thema globales Talent ist, dass der Gedanke, wenn ich jetzt dies oder jenes machen will oder an jedem Projekt gerne arbeiten würde, dann muss ich ja nach Pünktchen ziehen. Das haben wir versucht zu eliminieren. Wir versuchen ganz gezielt zu sagen, wir machen zwar Austauschprogramme, sodass jemand, der gerne mal für ein halbes Jahr nach China gehen will oder jemand aus China, der gerne mal ein halbes Jahr nach Stuttgart gehen will. Und diesen Wunsch gibt es tatsächlich, wo wir dann sagen, was will denn jemand, keine Ahnung, nach Shanghai ziehen. Jemand aus Shanghai sagt, es ist ganz toll, nach Stuttgart zu ziehen. Oder jemand aus Los Angeles, der super gerne mal in Stuttgart ein halbes Jahr leben würde. Aber im Prinzip versuchen wir genau das anzubieten, dass die Familien, die Leute, die ja eben eine Bindung zu diesem Standort haben und jemand, der Stuttgart als den schönsten Ort der Welt empfindet, weil er eben da auch aufgewachsen ist, dass der nicht jetzt nach Los Angeles ziehen muss. Und für viele ist es ja auch kein Backpacking-Tourismus. Ich gehe jetzt mal, nehme meinen Rucksack und gehe mal für ein halbes Jahr nach Singapur, sondern das ist für die Leute ja eine Arbeitsumgebung. Das heißt, es spielt schon eine große Rolle, dass es vertraut ist, dass es eine stabile Umgebung ist. Und das versuchen wir damit zu generieren, dass wir die lokalen Märkte einerseits haben, aber auch für jemanden, der bei uns arbeitet, der muss jetzt nicht die Firma wechseln, der kann einfach sagen, ich würde gerne mal ein Jahr nach Brasilien gehen. Ist das möglich? Klingt für mich nach einem sehr durchdachten Konzept. War es immer so oder hat sich das eher entwickelt bei Ihnen? Eher so entwickelt. Also ich wäre jetzt versucht zu sagen, es war von vornherein so geplant. Nein, war es nicht. Das hat sich so entwickelt und wir haben gemerkt, dass der Workflow, der zwischen den Standorten ein ganz wesentlicher Teil unseres Business ist, dass der diese Ideen eigentlich hochgeschwemmt hat, dass wir merkten, dass Leute eben sehr großes Bedürfnis hätten, entweder für eine Zeit mal ins Ausland zu gehen oder dass sie eben gerne an einem großen Projekt arbeiten würden, aber eben in Berlin sitzen und nicht in Hollywood. Und zumal der Markt sich an sich so auch immer mehr verschiebt. Das heißt, auf einmal werden chinesische Projekte immer größer und die Filmprojekte werden immer, ich will mal sagen, bedeutender, sodass man jetzt nicht mehr sagen kann, das muss alles in Hollywood stattfinden. Das ist eben in Beijing, Shanghai ist ein Trend da, dass die Projekte so groß werden, dass es durchaus auch sehr interessant sein kann, daran zu arbeiten. Und wir versuchen immer wir teilen das Projekt in kleine Pakete auf und so arbeitet an einem großen Film, jetzt an Oblivion zum Beispiel oder an Spider-Man, arbeiten dann halt 9, 10, 12 Facilities zugleich daran. Das ist immer das Prinzip, dass wir das schön aufteilen. Beispiel Nummer 2, Skoda mit Sitz in Weiterstadt. 2012 war insgesamt ein schwieriges Jahr für die Autoindustrie. Viele Autobauer klagen über Umsatzrückgänge. Trotz schlechteren Zahlen sieht sich Skoda auf einem guten Weg. Und so brachten sie nun ein neues Modell auf den Markt. Mit Trommeln und unter den Augen hunderter Journalisten aus aller Welt wurde er vorgestellt, der neue Skoda Octavia. Stolz präsentierte das Unternehmen im Skoda-Museum im tschechischen Lada Boleslav die dritte Generation dieses Modells. Und der ganze Rummel hatte vor allem einen Grund. Der Octavia ist einmal Mittelpunkt der Marke. Um dieses Fahrzeug dreht sich in der Marke vieles. Ich will nicht sagen alles, aber es dreht sich doch vieles.
Er hat Škoda zu dem gemacht, was es heute ist, in den letzten 20 Jahren. Und mit dieser dritten Generation haben wir den besten Octavia aller Zeiten gemacht. Also er ist das Herz der Marke und damit lässt sich das am besten umschreiben. Konzentriert hat sich Skoda beim neuen Octavia unter anderem auf die Sicherheit. Zum Beispiel hat das Fahrzeug bis zu 9 Airbags, einen Assistenten, der die Spur hält, eine automatische Bremse bei einem Unfall und eine automatische Müdigkeitserkennung. Wir analysieren das Fahr- und insbesondere Lenkverhalten des Fahrers. Also es wird erst eine Weile analysiert während der Fahrt und wenn sich das in bestimmten Mustern ändert, nach einer Weile des Fahrens, ja, dann ist das können wir ziemlich sicher erkennen, wenn jemand müde wird und dann ruckartig irgendwas macht. Und wir können dann eine Warnung, eine Anhalteempfehlung aussprechen. Der neue ist knapp 10 cm länger als sein Vorgänger. Auch ist die dritte Generation breiter und hat einen größeren Radstand. Dadurch hat er vor allem im Innenraum mehr Platz für Kopf, Beine und Arme. Dynamisch und zugleich zeitlos und elegant. So nennt Skoda das Design des Octavia. Die Scheinwerfer. Man sieht diese Anbindung zu schon ganz typischen Vertikallinien vom Grill, welche sich weitersetzt in die Leuchte und gibt damit nicht nur technische, aber auch ästhetisch sehr, sehr hohe, elegante Anmutung. Ich würde sagen, fast menschlich wie ein attraktives Frauenauge, so wie ein Wimpern bei der Frau. Wie wichtig der Octavia für das Unternehmen ist, zeigt das selbstgesteckte Ziel des Autobauers. Bis 2018 will der Konzern weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge jährlich verkaufen. Allein ein Drittel davon soll der Octavia ausmachen. Ob Autoindustrie oder die Kreativbranche, auf dem Deutschen Wirtschaftsforum wurden alle Branchen ins Visier genommen. Fazit: 2013 wird schwierig, aber die deutsche Wirtschaft ist robust. Dazu passen auch die Zahlen vom Arbeitsmarkt im Rhein-Main-Gebiet. Bei der Prognose für 2013 und 2014 sprechen die Arbeitsmarktexperten statt von einem klaren Aufwärtstrend diesmal dennoch lieber von einer zu erwartenden Seitwärtsbewegung. In den kommenden beiden Jahren, so BA-Chef Frank Martin, rechne man im Rhein-Main-Gebiet zwar mit einem Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit um etwa 1,6% bzw. rund 3.000 Personen. Gleichzeitig werde aber der Anteil an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung leicht anwachsen. Eine Zunahme um etwa 1% sei hier durchaus zu erwarten, was einer Zahl von rund 20.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen entspricht. So weit, so gut oder auch so schlecht. Denn was im ersten Moment eigentlich ganz positiv klingt, ist für die erfolgsverwöhnte Rhein-Main-Region im Prinzip kein guter Wert. Wir hatten bei üblichen Krisen immer die Situation, dass das Rhein-Main-Gebiet profitiert hat von dem hohen Dienstleistungsanteil. Übliche Krisen treffen die Industrie, treffen den Export, aber weniger den Finanz- und Versicherungsbereich. Dieses Mal ist der Finanz- und Versicherungsbereich Teil der Krise, womöglich sogar Ursache der Krise und daher stärker betroffen. Das ist ein Problem für das Rhein-Main-Gebiet. Denn besonders in den Bereichen Finanzen und Versicherungen, so die Experten, sei in den kommenden beiden Jahren mit Rationalisierungsmaßnahmen zu rechnen. Dort wolle man Effizienzgewinne erzielen, auch durch den Abbau von Beschäftigungsverhältnissen. Das sei ausnahmsweise ein Nachteil für eine Region der Banken, Versicherungen und Dienstleister. Allerdings sprach BA-Chef Martin in diesem Zusammenhang auch von Jammern auf hohem Niveau. Also wenn man außerhalb Deutschlands erzählen würde, dass wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit sich in Hessen um gerade mal 3.000 erhöht und das als nennenswertes Problem bezeichnen würde, würde man uns wahrscheinlich nur kopfschüttelnd entgegenstehen. Fakt ist, dass wir uns im europäischen Vergleich hiermit sehr gut sehen lassen können. Die Krise wird auch 2013 voraussichtlich am hessischen Arbeitsmarkt vorbeigehen. Ob sie dann schon zu Ende ist, wird sich zeigen. Gerade das Rhein-Main-Gebiet werde auf kurz oder lang aber weiter von den Bedingungen profitieren. Als mit Abstand wirtschaftsstärkste Region des Landes.